So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Farming Simulator, also LC19, LS19 meine ich. Landschaftssimulator auf der Onkelsfarm. Ja, heute würde ich sagen, fangen wir mit der großen, was hieß die große Verkaufsstore, aber ein paar Videos, wie wir Zeug verkaufen. Weil das Ernten haben wir gesehen, das Säen haben wir gesehen. Und ja, jetzt wollte ich mal was verkaufen. Ja, gut. Und anfangen tun wir mit Stroh. Ja, und dann eben, wir sehen ja Eier verkaufen, Wolle verkaufen, Gülle verkaufen, Mist verkaufen. Ja, sag ich mal. Und nebenbei, also wir verkaufen jetzt nicht bloß, nebenbei müssen wir natürlich noch andere Gelegenheiten machen, wie zum Beispiel Viecher füttern, sauber machen. Und dann hier, da drüben werden die Felder bestellt wieder. Das große Feld hier rechts an wird bestellt. Ja. Das machen wir dann so nebenbei. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit Stroh verkaufen. Erstmal Stroh sammeln und dann verkaufen. Und dann werden wir ja sehen, was wir für Kohle machen. Weil Stroh brauchen wir jetzt an sich erstmal nicht. Ich habe jetzt zwischen den Aufnahmen habe ich Strohpellets gemacht, Heu gemacht, Stroh in das Mischsilo, Stroh in unser Silo und das mit Heupellets und mit Strohpellets. Ja. So. Hier werde ich dann, also hier drüben, rechts drüben, das Feld, da kommt Zuckerrüben. Zuckerrüben habe ich noch auf einem kleinen Feld. Und auf einem anderen kleinen Feld habe ich noch Mais angesät. Und hier werde ich auch Mais machen. Auch Mais machen. Ja, wie ihr seht, da. Der eine sät, der andere kruppert. Jo. Und wir versuchen mal Geld zu machen. Ich weiß, mit losen Stroh macht man jetzt nicht viel Geld, aber wir brauchen es jetzt erstmal nicht mehr. Also können wir es auch erstmal verkaufen. So, jetzt stopp mich halt mal hier an. So, da würde ich sagen, gucken wir mal, wo wir was für Stroh kriechen. Weizen, Weizen, Weizen. Die Sonnenblumen, Sojabohnen. Saatgut, Eier. Wo ist es denn? Silage. Heu, Gras. Ah, ist Stroh. Ja, viel kriegen wir nicht. Im Heizkraftwerk können wir es verkaufen. Ja. Meiste Geld kriegen wir im Heizkraftwerk. Okay. Dann fahren wir ins Heizkraftwerk. So, wo müssen wir da hin? Das ist meine Markierung. Könnte eigentlich auch auf der Karte gucken, ne? Ja. Also ein Heizkraftwerk waren wir ja noch nie. Da müssen wir erstmal auf der Karte gucken. Ist überhaupt Sägewerk hier unten, Heizkraftwerk, das ist quasi andersrum. Da brauchen wir jetzt bloß, oder wir können auch gleich hier links fahren, dann wieder links hier runter, dann irgendwo rechts. Genau, wir können hier gleich links rausfahren. Ja, falsche Taste. Gut, oh, ich setze mich erstmal richtig hin hier. Wird jetzt nicht viel Geld bringen, ne? Aber ja, wir brauchen es erstmal nicht. Da können wir wenigstens so ein bisschen Geld machen. Mal Groschen machen. Mal Cents, Entschuldigung. Groschen war der Osten. Das müsste euch wohl mal angezeigt werden, oder? Bin ich überhaupt richtig? Vielleicht muss doch mal hier. Das hier ist Heizkraftwerk. Muss mal die Karte aufmachen. Sind wir denn jetzt eigentlich? Wir müssen noch viel weit runter. Viel weiter runter.
Okay. Ja, da waren wir noch nicht, also das mach ich mal gucken. Irgendwo müssen wir jetzt hier rechts. Laut Karte müssen wir hier rechts. Das soll ich mal auf der linken Seite sein. Hier müsste es irgendwo sein. Warum zeigt sie mir die Markierung nicht an? Hab's doch markiert, oder? Ach da. Ah, ich sehe es. So, wo muss ich abliefern? So, mal gucken, was wir kriegen. Für jede Ladung. Ja, immerhin 5.758 Euro. Ne, warum nicht? Für loses Stroh. Top. So, da holen wir uns gleich die nächste Lieferung. Und wie lange haben wir jetzt gebraucht? 5 Minuten? Insgesamt 5 Minuten vielleicht? Da hat sich doch gelohnt. Kommen wir hier gleich auf das Feld? Jo. Da hinten steht nämlich schon der Düngerwagen. Ne, der Kalk. Der Kalkwagen. Er will das Feld ja kalken. Ah ja, gut. Die kleinen Kramchen, die brauchen wir nicht unbedingt mitzunehmen. Und wir bleiben hängen. Juhu. Warte mal, habe ich rückscrollen, da sieht das besser aus. Ja. Fast 5.800 Euro, nicht schlecht. Ich weiß zwar nicht, ob wir das jetzt komplett immer wieder kriegen, so viel. Aber warum nicht? Kleinvieh macht auch Mist.
Ja, naja, so hieß das Sprichwort, ne? Kleinvieh macht auch Mist. Die große Lade waren ja, was kriegen wir rein? Waren es 56.500 oder 57.500? Da werden wir gleich sehen. Da sollten wir doch eigentlich das Feld zügig abgeerntet haben, sag ich mal so. Ne, 53.500. Ne, 53.000, okay. Der Weg ist nicht so weit. Aber noch Kosten. Hügels wird schon auch schön. Dann haben wir die gleiche Kohle kriegen jetzt. Ja, die gleiche Kohle gekriegt. Noch eben erfahren, da haben wir schon wieder die 100.000 drin. Ich sehe immer zwar Bushaltestellen, ich habe aber hier noch nie Bus rumfahren sehen. Die habe ich jetzt ab. Noch nie LKW, ja. Autos natürlich, ist klar. Manchmal auch ein paar Leute, wenn man an gewisse Stellen kommt. Aber ich habe noch nie Bus fahren sehen. Nun weiß ich nicht, ob ich das ganze Feld jetzt mit euch verkaufen tue. Oder wir verkaufen dann mal zwischendurch ein paar Eier. Ja, würde ich sagen, ne? Da fahren wir jetzt noch einmal.
Und dann holen wir uns einen Hänger. So klein. Ich weiß auch nicht. Oder wir holen uns eine Tiefladung. Da passt doch bestimmt. Der Eier drauf. Also eine Box habe ich immer noch nicht, die automatisch hier Hühnereier sammelt. So eine Palette meine ich. Wie bei der Eierfarm, da habe ich sie auch alles auf den kleinen Anhänger gepackt. Aber wir könnten ja mal gucken, so einen größeren Anhänger, wo wir auch gleich die Paletten mit drauf backen können. Wäre doch eine Idee. Ja, gucken wir uns gleich mal an im Verkaufsmenü. Jetzt sagen wir, fahren das hier noch weg. Und dann gucken wir mal. Können wir vielleicht ein bisschen investieren, weil dann haben wir die 100.000 zusammen. Jetzt die ganze Zeit Stroh verkaufen ist ja auch langweilig für euch, ne? Dann lieber versuchen wir uns ein bisschen in Stapeln. Paletten stapeln und Eierkartons stapeln. Kriegen wir das gleiche Loch aber? Gut, das bleibt euch wie immer gleich. Das ist nicht schlecht. Gut, da fahren wir erstmal zurück. Laden wir mal den Ladewagen ab hier. Den laden wir nicht ab, den stellen wir ab, Heiko. Da stellen wir den Ladewagen ab. Dann gucken wir uns mal an, wenn wir sehen, was wir Schönes finden. Gut. Na dann gucken wir mal. So, wir brauchen euch was anhängermäßig. Ja. Ja, ich habe ja normale Anhänger. Ja, der hier wäre ja auf der Eier ganz gut, ne? Die kann man ja nur entweder Planken ab oder Planken dran, ne? Planken ab. Achso. Ja, das bringt ja nichts. Bringt ja nichts, wenn man jetzt eine Planke aufmachen könnte, wäre es nicht schlecht. Ich weiß auch nicht, kann man eine Planke aufmachen automatisch? Nee.
So, hier kann der ja keine. Der ist ja größer. Kann der keine Planken abmachen, oder? Reifenhersteller? Nee. So, gucken wir mal weiter. Anhänger haben wir wohl nicht. Was? Ja, gut, ist warten, was ist denn hier? Auch so einer. Und ja, aber eine Plank aufmachen und einschieben. Dann eher sowas hier, ne? Rundballen, also das ist Rundballen, auch Rundballen. Das ist alles bloß für Rundballen, oder? Eierkartons. Vier Bretterpaletten. Und 500 Eierkartons. Okay. Und die anderen das auch. Der kann 300 Eierkartons. Auch vier Paletten. Gut. Also vier Eierkartons haben wir ja schon. Gibt es da noch? Da kann 500 Eierkartons. Da brauche ich wieder ein LKW. Und dann noch Anhänger. Gibt es hier nicht eigentlich so, der automatisch geht? Was ich meine. Jetzt. Ja, hier, ne? Da ist von Trecker. Aha. Brauchen tun wir den ja so, so. So. Hier Bretterpaletten und hier sind 20 Paletten. Aber nur. Bretterpaletten habe ich ja noch nicht geholt. Ja gut, wir holen den mal. Die kaufen wir uns doch gleich. Aus. Ja gut. Kriegt man schon irgendwie hin. So, aber in Farbe schwarz machen wir den nicht. Wir machen den. Das hier auch noch was grün machen, ja, der Reifen hoch. So, Konfiguration. Und wenn ich das hier verändere, was passiert? Autoloader. Oh ja. Autoloader. Cool. Kaufen. Aber das ist gleich ein bisschen teurer. Das macht aber nichts. Da braucht man nicht so. Das ist cool. Autoloader ist cool. So, abhängen. Funktioniert das auch mit den Eierkartons? Das wäre noch beides. Noch besser. Mal gucken. Wow, hat mal kurz geruckelt. Wo wurden jetzt? Ne, da lang, ne? Da müssen wir lang. Autoloader. Ist ja noch praktischer. Nachteil ist, wir haben noch ein paar halbleere Kartons. Wenn der jetzt alle Kartons auf einmal auflädt. Dann haben wir Pech. Dann haben wir Pech. So, probieren wir mal aus. Jetzt wäre es noch Fleisch am Arbeiten hier. Ich würde sagen, wir fahren erstmal zum Hühnern. Genau. Wir sehen, ob das auch mit Hühnern funktioniert. Geil wäre es ja. So, mal F1 aufmachen. Kann man da mal was an? Rampe ausfahren. Arbeitsmodus anschalten. Warte.
Ladegut wählen. Aha, warte mal. Strohgut, erst mal gucken. Drahtballen, Strohballen, Rundballen, Eierkartons. Muss ich da die X drücken oder so? Ja. Nein, das war jetzt hinten. Nein, mach die Klappe zu. Mach die Klappe zu. Gut. U. Eventuell U drücken, vielleicht. Verstehe ich nicht. Muss ich da drücken? Oder ich muss die Rampe ausfahren. Das kann natürlich auch sein. Eine Rampe ausfahren. Ein Stück vor. Und dann Arbeitsmodus drücken. Nee, auch nicht. Ah. Wenn ich jetzt hier einfach so hingehe, so muss ich dann näher ranfahren. Einfach bloß drauflegen. Muss ich dann näher ranfahren oder was? Jo. Noch näher ranfahren vielleicht? Ach so. Ui, ich fahre über der Eierkartons. Nee. Ha, ich kapiere es nicht. Entschuldigung. Sprenggurte, Spanngurte. Brauchen wir jetzt nicht natürlich. Ja, wie funktioniert das mit dem Arbeitsmodus ausschalten? Ladegut wählen, Eierkartons. Was tut ja nix. Was habe ich gedrückt? Y. Will ich das mal mit Baumwolle nicht? Holzpaletten? Paletten? Ladegut wählen. Welle Paletten? Radball, Radball, Rundball, Eierkartons, aber warum? Ich verstehe es nicht. Das hier. Knick. Was soll ich an hier? Ich verstehe es nicht. Muss ich schon weiter vorfahren oder was? Nee, glaube ich nicht. Ich verstehe es nicht. Und wir haben schon wieder 30 Minuten. Gut, ihr Lieben. Ja, ich würde sagen, da beenden wir erstmal das Video. Ich gucke mich mal um, wie das funktioniert. Alles klar, meine Lieben, ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes. Mega Daumen an euch. Und vor allen Dingen, allzeit gute Verkäufe, Ernte und alles. Oder ihr habt einen Tipp für mich. Oder ich habe es schon rausgefunden. Mal sehen. Okay. Tschüss. Tschüss.